In Straßburg begrüße ich den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie, hallo. Was macht ACTA so umstritten aus Ihrer Sicht? Ja, ACTA ist ein Abkommen, ein Entwurf eines Abkommens, der verschiedene, eigentlich nur schwer zusammenzubringende Themenfelder zusammenrührt. ACTA berührt zugleich sensible individuelle Schutzinteressen von Menschen. ACTA muss in Einklang gebracht werden mit einem modernen Urheberrecht im 21. Jahrhundert, das andere Bedingungen berücksichtigen muss als die, die im 20. oder im 19. Jahrhundert geherrscht haben. Und ACTA ist verhandelt worden hinter verschlossenen Türen in sehr intransparenter Weise. Also alles in allem ein Projekt mit ganz, ganz vielen Fehlern behaftet und Missständen. Einige seiner Inhalte sind wichtig. Kampf gegen Produktpiraterie ist wichtig. Der Schutz des Urheberrechts ist wichtig. Der Schutz der Privatsphäre ist wichtig. Das ist ein Sammelsurium, so würde ich das mal nennen, von Dingen, die man so nicht machen kann. Und deshalb habe ich den Eindruck, wird es heute hier auch keine Mehrheit geben. Es ist ja ein Thema, das lange, lange und heftig diskutiert wurde und das viele Länder auch gesagt haben, sie wollen das gar nicht ratifizieren und wollen erst mal sehen, wie das Europäische Parlament sich dazu äußert. Deutschland zum Beispiel wartet auch auf diese heutige Abstimmung. Kann man denn davon ausgehen, dass wirklich abgestimmt wird? Und glauben Sie, dass sich das Ergebnis an dem orientieren wird, was die Ausschüsse des EU-Parlaments da schon vorgegeben haben, also eine Ablehnung? Zunächst mal wird es den Versuch geben, das hat die Fraktion der Europäischen Volkspartei beschlossen, die Abstimmung nochmal zu verschieben, weil es da eine ganze Menge Kollegen gibt. Übrigens zum Teil sehr gut meinende Kollegen, die sagen, wir wollen nochmal nachdenken. Aber mein Eindruck ist, nach dem, was in den Fachausschüssen, vor allen Dingen im Ausschuss für internationalen Handel, das ist der federführende Ausschuss, beraten worden ist, unter Federführung des Berichterstatters David Martin, das ist ein Kollege, den ich seit vielen Jahren kenne, wirklich an einen Ausbund an Seriosität und Sorgfalt. Nachdem der gesagt hat, also das kann man so nicht verabschieden, sehe ich keine Mehrheit heute im Plenum für die Verschiebung und ich sehe eine Mehrheit für die Ablehnung. Die Tatsache, dass andere Parlamente, auch das polnische Parlament zum Beispiel, gesagt haben, wir warten ab, bis die Europaparlamentarier entschieden haben, zeigt übrigens, dass es eine internationale Demokratie gibt und auch einen Ort der internationalen Demokratie. Das ist das Europäische Parlament. Das ist für uns auch ein wichtiger Tag heute. Weil hier klar gemacht wird, staaten- und völkerübergreifende Demokratie existiert. Es gibt eine demokratische Gesellschaft, die multinational ist und die hat ein Parlament, das sind wir. Und das Parlament bekommt aber jetzt auch schon Kritik zu hören, beziehungsweise Kritik zu hören bekommen die, die sich das ACTA-Abkommen ausgedacht haben. Die deutsche Justizministerin, Bundesjustizminister Leuthäuser-Schnarrenberger hat gesagt, es wäre schwammig formuliert, dieses Abkommen. Wie beurteilen Sie das denn? Ich glaube, da hat sie recht. In vielen Bereichen ist es schwammig formuliert. Manchmal sind wir ein bisschen erstaunt hier, dass diejenigen, die über Jahre zugelassen haben, dass da verhandelt wird in die Richtung, in die verhandelt worden ist. Daran waren ja die Mitgliedstaaten und ihre Regierungen beteiligt. Dann plötzlich, wenn es eine Welle des Protestes gibt, wach werden. Das hätte man alles früher stoppen können. Übrigens gehöre ich zu der Gruppe von Leuten. Ich war ja, bevor ich Präsident wurde, Vorsitzender einer Fraktion. Ich war immer skeptisch gegenüber dem ACTA-Abkommen, auch lange bevor das öffentlich diskutiert wurde. In meiner Fraktion gab es eine tiefe Spaltung am Anfang. Gab es einige, die fanden das gut, gerade den Kampf gegen die Produktpiraterie, Gewerkschaftsvertreter, die sagten, das schützt unsere Arbeitsplätze. Und es gab andere Kollegen, die vom ersten Tag an gesagt haben, das kann man so nicht machen, weil es ein derartig weitreichender Eingriff in die Privatsphäre ist. Das können wir nie akzeptieren. Also diese These, das Parlament sei nur wach geworden wegen der Zivilgesellschaft, das will ich ablehnen. Es gab auch hier im Parlament schon eine sehr lebhafte Debatte über ACTA, lange bevor wir diese breite Debatte hatten. Allerdings die sehr positive Kommunikation zwischen der breiten gesellschaftlichen Debatte und dem Aufnehmen der Debatte hier im Parlament zeigt eigentlich, dass wir ein sehr modernes Parlament sind. Wie schätzen Sie das denn ein, dass die EU-Kommission das ACTA-Abkommen ja vehement verteidigt, der Handelskommissar ja sehr dafür ist, das EU-Parlament aber dann offenbar dagegen ist? Hätte man das vorher irgendwie auch schon mal diskutieren, abstimmen, weiterentwickeln können?
Ja, Karel de Gucht hat der zuständige Kommissar lange hinter verschlossenen Türen verhandelt. Er hat noch bis zuletzt, das will ich hier heftig kritisieren, versucht, das Parlament ein bisschen zu umgehen. Er hat, als er sah, dass er keine parlamentarische Mehrheit mehr hatte, sein Vertragswerk an den Europäischen Gerichtshof geschickt, hat gesagt, schaut ihr doch mal drauf und sagt mal eure Meinung. In der Hoffnung, der Gerichtshof wird dann sagen, ja, das ist okay juristisch, um dann darüber hier eine parlamentarische Mehrheit zu finden. Ich will das mal verkürzt ausdrücken. Stellen Sie sich mal vor, in Deutschland würde ein Minister hingehen und mit einem Gesetzentwurf in den Bundestag gehen, aber bevor der Bundestag abstimmt, sagen, ich gehe erstmal nach Karlsruhe und frage die mal, ist das, was ich hier mache, rechtskonform? Da wird ja jeder ein Lachen ausbrechen. Man muss erwarten, dass eine Regierung einen Gesetzentwurf oder ein Verhandlungsergebnis über einen Vertrag, das sie vorlegt, schon auf seine Rechtskonformität selbst abklopft. Also da ist bis zur letzten Minute, das muss man mal so hart sagen, getrickst worden. Und das hat natürlich die Glaubwürdigkeit des ganzen Abkommens stark beschädigt. Im Übrigen, zwischen dem Beginn der Verhandlungen und heute gab es ein dramatisches Ereignis, nämlich die Inkraftsetzung des Lissabon-Vertrages, der dem Europäischen Parlament bei der Ratifizierung internationaler Verträge das letzte Wort gibt. Das war zu Beginn der Verhandlungen noch nicht der Fall. Und die Kommission, die hat so getan, als wäre die Rechtsgrundlage, die zu Beginn der Verhandlungen galt, einfach fortzuführen und hat hinter verschlossenen Türen weiter verhandelt. Und damit ist sie, wenn ich das mal so salopp sagen darf, auf die Nase gefallen. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass die parlamentarische Kontrollfunktion, die wir haben, hier sehr verantwortungsbewusst und effizient ausgeübt wird. Dann nochmal die Nachfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich verstehe Sie also richtig, dass Sie da durchaus massiv Kritik üben an der Zusammenarbeit zwischen EU-Institutionen. Das würde bedeuten, dass die ACTA-Vorgehensweise repräsentativ wäre für die Kommission. Sie können nicht ein Beispiel rausnehmen und sagen, das ist symptomatisch für die Zusammenarbeit der EU-Institutionen. Zurzeit arbeitet das Parlament mit der Kommission in der Frage der Lösung der Finanzmarktkrise engstens und sehr gut zusammen. Das heißt, die beiden Gemeinschaftsinstitutionen funktionieren zurzeit sehr gut. Was nicht funktioniert, ist die Runde der Staats- und Regierungschefs, die freitags was beschließt. Und montags laufen einige von denen, wie zurzeit die niederländische und die finnische Regierung, schon wieder in eine andere Richtung. Das Problem ist nicht die Kooperation der europäischen Institutionen. Das Problem ist eher die Unzuverlässigkeit der Regierungen der Mitgliedstaaten. Vielen Dank für das Gespräch an den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Dank nach Straßburg.